Was bedeutet dieses Examen für dich? ¿Qué significa este examen para ti? ¿Puedo empezar la bedeutet dieses examen für dich? ¿Puedo empezar la frase con necesito este examen? Claro, puedes contestar ich como... Ich brauche dieses examen, weil... ¿Por qué o para? No, para, sí. Aha. Zum ist para él. Pero. Für ist simplemente para. Für. Aha. Für in Universität. Nee. Ich brauche mein Deutschexamen oder ich brauche dieses Examen für die Universität. No. Para la Universidad. Für meinen Eintritt in die Universität. Para mi entrada en la Universidad. Y para en la Universidad entrar. In die Universität eintreten zu können. El famoso zu. Sí. Okay? Also wiederhole diese ganzen Möglichkeiten in der Antwort. Ich brauche dieses Examen, die Universität. Universität. Schon mal wie. Wir sprechen kein Französisch. die Universität zu ein. No. In die Universität eintreten zu können. Vale. Ich brauche dieses Examen. In die Universität eintreten zu können. Okay. Oder auf die Universität gehen zu können. Es lo mismo. El mensaje es el mismo. ¿Y por qué va gehen con auf y eintreten con? Eintreten es entrar. Auf es a. Vale. En este contexto. Vale. Me voy a la universidad. Sí. Ich gehe auf die Universität. Vale. Para estudiar. Esto es lo que se sobreentiende. Sí. Si solamente voy a la universidad porque voy a pegar un cartel, ich gehe zur Universität. Sí. Okay? Vale. Bueno, und die andere Möglichkeit? Ich habe dir drei Möglichkeiten genannt. Ah, drei. Auf meine Frage zu antworten. Also, ich brauche das Examen, um in die Universität eintreten zu können. Das Examen bedeutet für mich, dass ich in die Universität eintreten kann. Das Bestehen des Examens bedeutet, dass ich auf die Universität gehen kann. El aprobar el examen significa que puedo ir a la universidad. Das Bestehen des Examens, Genitiv, ich
Nee, dass Ein. ich auf die No, ya, estoy Universität. haciendo la siguiente. Ah, okay. Das Bestehen des Examens bedeutet. Das. Y. Al final del verbo. No. Estás explicando algo. El verbo va al final. Das. Y. Studieren kann. Etwas un momento que la frase a ver. Ah, sí. Espera. Das y etwas das. Es que es muy compleja. Dímelo en castellano. Porque el aprobar el examen significa que tengo algo que verifica que sea alemán por mis conocimientos sobre el alemán. Das Bestehen der Prüfung bedeutet, dass ich Kenntnisse der deutschen Sprache habe. Mira, joder. La última parte. Dass ich Kenntnisse, conocimientos, dass ich Kenntnisse von der deutschen Sprache habe. Simplificamos. Bedeutet, dass ich Deutsch kann. Okay. Gut. Ah, no era otra. Eran tres. ¿Qué más? Que me lo paso bien haciendo el examen. No, no. La más corta. Das Bestehen des Exámenes bedeutet, dass ich auf die Uni kann. Y Punkt. Uni kann. Dass ich auf die Uni kann. Que puedo ir a la universidad. A tomar por saco. Da, no. Que das Bestehen des Exámenes bedeutet, dass ich auf. No, espera. das Examen. Bestehen habe. Estoy subía para arriba y baja para abajo, ¿eh? Bueno, pero otra razón. Vale. Que subamos para arriba y bajemos para abajo en España no significa que en el alemán podemos hacer la misma chorrada, ¿eh? Vale. Y menos todavía preparándose para un examen, o sea, chalao, tío. Vale. ¿Tengo que decir otra? No, lo dejamos aquí. Recapitulemos. Früher, alle Aspekte. Jeder Aspekt mit einem Beispiel. Ja. Früher lebte ich in Canarias. Frankreich. Okay. Antes vivía yo en Francia. Okay. Wiederhole. Früher lebte ich in Frankreich. Okay. Ahora, no es lebte, sino lebte. Ah, recuerda lebte. Que el alemán es primo vale, hermano de ET. Vale. Me voy a mi casa. Okay. Früher lebte ich in Frankreich. Okay. Gib mir einen anderen Aspekt von früher. Heute ich. Heute ich? No, habe ich. No, ah. Sí.
Llegar. Ankommen. Pero ich habe nicht ankommen. Ich bin angekommen. Porque es de movimiento. Aha. Aber heute habe ich früher gegessen als sonst. Hoy he comido antes que normalmente. Sí, también. Pues eso ya habías dicho, pues. Otra. Vorhin. Ah, por fin. Ah, por fin. Habe ich Was hast du vorhin? no sé, Hausaufgaben gemacht? nein, Nein. Studiert? Nee. no, ah. Bueno, hace un rato, no, hace ya. Espera. por fin. Ich war vorhin in einer Eisdiele. Ein Stille? Was ist ein Stille? Eine Eisdiele. Como? Eine Eisdiele. Ah, Eisdiele. Una heladería. Die Eisdiele. La heladería. Pues ya que lo has dicho, Vorhin war ich in einer Eisdiele. pues. Warum war ich in einer Eisdiele? Weiß nicht. Weil ich ein Eis essen wollte. Ja. Essen ist ein Verb. Wollte ist auch ein Verb. Ja. Aber das starke Verb, el verbo fuerte, ist wollen, querer, en su pasado, en este caso. Ja? Gut. Ja, und damit Damit. Vale. No sé. Warum studierst du? Warum präparierst du dich? Warum bereitest du dich auf dein Deutschexamen vor? ¿Por qué te preparas? Vorbereiten, preparar. Warum bereitest du dich auf dein Deutschexamen vor? Ich bereite Nee. ne? Damit ich das Examen bestehe. Para que Ah. pase el examen. O Pues para eso que iba a decir apruebe el examen. que lo iba a decir, espérate, Sí, ibas a no. decir, pero ¿cuándo? Bueno, pues eso ya cada uno su tiempo. If veráis mi fue Ok. Damit. Ich. Ah, ich verde. Bueno, no. Damit ich das Examen bestehen werde. Con esto tenemos la indicación del futuro. También lo iba a decir, pues si te adelantas, Okay, ich bereite mich auf das Examen vor, damit ich nicht durchfallen werde. Auf Spanisch? preparo. Ich bereite mich auf das Examen vor, damit
ich nicht durchfallen werde. Durchfallen werde. Okay. Para que no lo suspenda. Durchfallen. Mhm. En cuanto a examen, es cuando suspendes un examen. Ich falle bei dem Examen durch. Oder ich falle in dem Examen durch. Yo suspendo el examen. En el sentido que no apruebo, mhm, que no paso el examen. Mhm. ¿Vale? Gut. Das ist damit. Ja. Ja. Und damit? Hm. Hm. Ich habe ein Bonbon. Damit ich kann. Kann ich studieren? No? ¿Por qué no? Porque al germano parlante le dejará con un sabor raro en la boca. Yo tengo un caramelo. Con él o con ello puedo estudiar. Bueno, Verde ich studieren können. Damit werde ich studieren können. Con él podré estudiar. Ahora sí. Vale. Was machst du mit einem Kamm? Kamm? Was ist ein Kamm? Das ist das, was du brauchst, aber ich nicht. Warum? Weil du die Haare länger hast als ich, weil deine Haare länger sind als meine. Nein, ich brauche keinen Kamm. Du brauchst keinen Kamm, du machst so, ne? Ja. Aha, genau wie ich auch. Ja. Los, Peine o cepillo? Peine. Cepillo es bürste. Recuerda, die Zahnbürste. Okay. Bueno, no aprendí la diferencia entre cepillo y peine hasta hace unos años. Así que... So. Und was ist der Unterschied zwischen vorhin und vorher? La diferencia. A ver, hace un rato y antes de. Ajá. Vorhin hace un rato und vorher es antes de. Richtig. Sehr gut. Puff.